Folgendes Thema ist das Thema, ob Allah sich über den Thron erhoben hat oder nicht. In der Sure 20, Vers 5 zum Beispiel sagt Allah, dass es so ist. Aber einige Sekten behaupten, dass solch eine Handlung sich für Allah nicht ziemt. Diejenigen, die sowas behaupten, haben jedoch ein mangelhaftes Verständnis bezüglich der Religion, wie wir jetzt in folgenden Beweisen klarstellen werden. Wahab ibn Jarir bezeichnet die Jahmiyyah als Ketzer, weil sie an der Istawa zweifeln, also dass Allah sich über den Thron erhoben hat. Ibn al-Mubarak sagt, wir glauben nicht das, woran die Jahmiyyah glauben. Sie sagen, dass Allah hier auf Erden ist. Das ist nicht so, denn er hat sich über den Thron erhoben. Sufyan al-Thawri wurde über den Vers, er ist mit euch, wo immer ihr euch befindet, gefragt. Er sagte, hier ist Allahs Wissen gemein. Damit will er sagen, dass nicht Allah hier mit uns überall ist, sondern sein Wissen ist überall mit uns. Allah ist nicht mit uns auf Erden. Sadka sagte, ich hörte Suleiman al-Taymi sagen, wenn dich jemand fragen sollte, wo Allah ist, sage, dass er über den Himmel ist. Wenn dich jemand fragt, wo sein Thron war, bevor er den Himmel erschaffen hat, so sage, dass er über dem Wasser war. Fragt dich jemand, wo der Thron war, bevor er über dem Wasser war, antworte mit den Worten, ich weiß es nicht. Imam al-Bukhari sagt diesbezüglich, dass diese Antwort sehr gut mit folgendem Koranvers zu bestätigen ist. Sie aber begreifen nichts von seinem Wissen, es sei denn das, was er will. Muhammad ibn Yusuf, einer der Lehrer des Imam al-Bukhari, sagte, jeder, der an die Istawa zweifelt und nicht daran glaubt, ist ein Kafir. Und jeder, der behauptet, Allah habe nicht zu Moses a.s. gesprochen, ist ein Kafir. Ibn Mas'ud sagte über den Vers, er erhob sich über den Thron. Er sagte dazu, der Thron ist über dem Wasser und Allah ist über dem Thron und er weiß, in welcher Lage ihr euch befindet. Das bedeutet genauer, dass Allah nichts verborgen bleibt. Wiederum eine wunderbare Aussage, die bestätigt, dass Allah oben ist, über seinem Thron und sein Wissen überall ist. Qatada sagt über den Vers, und er ist Allah in den Himmeln wie auch auf der Erde. Er sagte diesbezüglich, hiermit ist gemeint derjenige, der sowohl im Himmel als auch auf der Erde angebetet wird. Das heißt, er wird überall angebetet und nicht, dass Allah hier auf Erden ist. Abdullah ibn Abbas sagte, wahrlich, Allah hat sich über seinen Thron erhoben und dann hat er alles erschaffen. Und er erschuf seine Schöpfung und entschied, was bis zum jüngsten Tag existieren sollte. Bashr ibn Umar sagte, ich hörte mehr als einen Mufassir über die Istawa sprechen und alle bestätigten, dass Istawa bedeutet, dass Allah sich über seinen Thron erhoben hat. Rabia, einer von denen, unter denen Imam Malik gelernt hat, wurde über den Vers gefragt bezüglich der Istawa. Sie fragten ihn, wie erhob er sich? Seine Antwort, uns ist die Istawa bekannt, aber das Wie ist nicht nachvollziehbar. Von Allah kommt die Botschaft, die Aufgabe des Gesandten war es, darüber zu predigen und uns darüber zu informieren. Und unsere Aufgabe ist einzig und allein was? Daran zu glauben. Maqatil ibn Huyan wurde über folgenden Koranvers gefragt. Keine geheime Unterredung zwischen dreien gibt es, bei der er nicht der vierte wäre. Noch eine zwischen fünfen, bei der er nicht der sechste wäre. Seine Meinung bezüglich dieses Koranvers? Hiermit ist gemeint, dass Allah über seinen Thron im Himmel ist und nichts ist von seinem Wissen verborgen. Somit können wir sehen, dass hiermit wieder nicht gemeint ist, dass Allah tatsächlich hier mit uns anwesend ist oder beziehungsweise tatsächlich in dieser Unterredung anwesend ist. Sein Wissen ist es. Imam Ahmad wurde gefragt, ist Allah über dem siebten Himmel, über seinem Thron, jedoch seine Macht und sein Wissen überall gegenwärtig? Er antwortete, ja, über seinem Thron. Und ja, seine Macht und Wissen sind überall gegenwärtig. Weiterhin wurde Imam Ahmad über folgende Koranverse gefragt. Und er ist mit euch, wo immer ihr auch sein möget. Und keine geheime Unterredung zwischen dreien gibt es, bei der er nicht der vierte wäre. Imam Ahmad antwortete, hiermit ist sein Wissen gemeint. Denn er ist derjenige, der Kenntnis über das Verborgene und das Unverborgene hat. Sein Wissen umfasst alles. Und er ist über seinem Thron. Jedoch setzen wir hier keinerlei Grenzen oder geben dem irgendwie nur annähernd eine Beschreibung. Abdullah ibn Ahmad sagte, O Allah, ich bezeuge, dass du dich über den Thron über den sieben Himmel erhoben hast. Und ich glaube nicht, dass woran deine Feinde glauben. Außerdem sagte Abdullah ibn Ahmad, wir glauben, dass Allah sich über den siebten Himmel über seinen Thron erhoben hat. Und wir sagen nicht das, was die Jahmiyyah sagen, dass Allah hier ist. Dabei zeigte Abdullah mit seinem Finger auf die Erde, meinen, dass Allah sich nicht auf der Erde befindet, sondern wie gesagt oben über dem siebten Himmel.